Und ich hatte dann für mich eigentlich entschieden, muss ich sagen, gut, okay, wenn du hier keine Perspektive mehr hast, dann gehst du halt in den Westen. Und da wird dann auch entsprechend, und das natürlich mit meiner Frau abgesprochen, war klar, und da wird dann ein Ausreiseantrag gestellt, dazu einen Brief an Herrn Honecker geschrieben, wie meine Situation entstanden ist und dass ich ja mit einigen Dingen, die hier zu einer DDR laufen, nicht einverstanden bin. Bin nach Berlin gefahren, in die ständige Vertretung, weil ich ja wusste, irgendwie muss es jemand wissen, dass ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Ich hatte niemanden im Westen, der mir diesbezüglich hätte helfen können. Und ja, und habe dann die beiden Briefe in einen Briefkasten in Berlin gesteckt und habe mich mit einem Sachbearbeiter da in der ständigen Vertretung unterhalten und dem im Grunde genommen meine Daten mitgeteilt und ihm gesagt, dass ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, überschlugen sich dann ein bisschen die Ereignisse. Ne? Man hat immer viel von Staatssicherheit und von Polizei und Repressalien gehört. Aber so richtig glauben konnte man das nicht. Also irgendwo, zumindest ich, habe das so in der Form nicht glauben können. Und nachdem ich dann also diesen Ausreiseantrag gestellt habe, war also circa 14 Tage später, kamen dann tatsächlich zwei Herren von der Staatssicherheit, Merseburg, und machten mit mir eigentlich ein ganz vernünftiges Gespräch. Sie erklärten mir, dass sie die Briefe hatten, dass ich in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin gewesen sei. Und man es eigentlich für unverständlich hielt, dass ich sowas gemacht habe, weil ich bin nie irgendwo aufgefallen als Regimekritiker oder wie auch immer, was mich dazu veranlasst hätte. Dann habe ich dann meine Geschichte so erzählt. Dabei hat man mir dann noch mitgeteilt, dass ich also kurz vor der Verhaftung stünde, weil es gibt wohl in der DDR oder gab in der DDR einen Paragraphen, der die Kontaktaufnahme zu Institutionen westlicher Länder verbot. Und wenn man gegen den verstoßen hat, konnte man im Grunde genommen verhaftet werden. Ja, war ich jetzt eigentlich nicht so beeindruckt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch dachte, ich habe nichts gemacht. Ein Brief und ein Ausreiseantrag kann im Grunde genommen noch kein Verbrechen an der DDR-Wirklichkeit sein. Gut, okay, sie hatten dann natürlich dann die Geschichte dann mehr oder weniger sich notiert und haben dann allerdings zu meiner Verwunderung erklärt, man müsse das prüfen. So ginge es nicht. So könne also man mit Bürgern und auch noch solchen verdienstvollen Bürgern wie mir nicht umgehen. Und man würde in einer Woche wiederkommen, nachdem die entsprechenden Recherchen gemacht worden wären. Was dann auch passierte, die kamen tatsächlich eine Woche später, kamen die wieder und erklärten mir, dass in meinem Falle solche Fehler gemacht worden wären, die im Grunde genommen ein solches Verhalten meinerseits nicht unbedingt rechtfertigen, aber verständlich machten. Man könne mir anbieten, wieder in die Berufsschule, in einer Berufsschule tätig zu sein, allerdings natürlich nicht in Leuna, weil da ist also die Situation zu eskaliert, aber in den Mineralölwerken Lützkendorf. Voraussetzung wäre allerdings, dass ich den Ausreiseantrag zurückziehen würde und mich von dem Brief an Honecker quasi distanzieren würde, schriftlich. Ich bat dann um Bedenkzeit, was den Herrn dann ein leichtes Schmunzeln über die Lippen brachte und die meinten, also das hätten sie noch nicht erlebt. Ich stünde ja kurz vor der Verhaftung und dass sich dann noch jemand traut, Bedenkzeit zu erbitten, das finden sie dann schon ein bisschen dreist. Ich habe gesagt, gut, dann nehmen Sie mich bitte mit. Aber ich brauche die Bedenkzeit. Ich möchte mit meiner Frau, mit meiner Familie darüber reden und dann werden wir weitersehen. Ich sage, auf den Tag käme es ja dann auch nicht drauf an. Okay, die ließen sich auch tatsächlich darauf ein. Für
für mich sehr verwunderlich, muss ich auch dazu sagen, weil man hat ja dann später viel ganz andere Dinge gehört. Und ich glaube schon, dass mir damals, wenn man es auch vielleicht ein bisschen retuschiert sieht, der Sport, dieser Bekanntheitsgrad doch geholfen hat gegenüber Leuten, die unter Umständen nicht so bekannt waren. Zumindest in der Gegend, wo ich gewohnt habe. Nun jedenfalls, die sind dann tatsächlich den nächsten Tag dann wiedergekommen und haben mich natürlich nach meiner Entscheidung gefragt. Ich hatte mich damals für die Zurücknahme des Ausreiseantrags entschieden, weil immer irgendwo man geglaubt hat, dass die Dinge doch noch wieder vernünftig sich darstellen werden. Wie gesagt, ich hatte niemanden in der Bundesrepublik Deutschland, mit dem wir Kontakt hatten, wo man also auch mal Hilfe bekam. Der ganze Bekannten- und Verwandtenkreis, der war in der DDR. Und natürlich war auch noch eine Überlegung, mein Vater war Sektorenleiter in den Leunawerken, der hatte über 300 Leute unter sich, dass natürlich er mehr oder weniger als schlichter Ingenieur vielleicht unter Umständen den Hof reinigen hätte können, aber niemals diese Position weiter hätte begleiten können. Und es sprachen eigentlich alle menschlichen Aspekte dafür zu bleiben, wenn man betrachtet, dass man ja wieder als Lehrmeister und die das angefangene Studium, wo man ja exmatrikuliert worden war, wieder neu beginnen konnte. Also war wie so ein Neuanfang, wo man sagt, warum nicht? Ja, und dieses Denken mit dem Neuanfang, das hielt gerade mal 3 Monate, ja, in etwa.